geht ab. Bist du bereit? Ab RSQ 8. Luciano Edition. Das hier ist dein neues Auto. Neue Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe ein paar Gäste heute mitgebracht. Luciano in der Building. Was geht ab? Schön, dass du da bist, Mann. Bruder, freut mich sehr. Ey, habt ihr ein Lambo abgemacht? Ja, das ist mein Lambo. Das ist deiner, ne? Ja. Ist geil, oder? Der ist sehr geil. Aber der ist so aber laut. Sehr laut, ne? Ja. Das ist crazy. Ich hab dir ein paar Mal deine Story gesehen. Genau, das ist unser Showroom hier. Das sind halt quasi Autos. Das ist mein Lieblingswagen, ne? Das sind quasi... Der RSQ 8 ist einfach das Geilste. Ich safe auf dich, aber das ist jetzt auf Kamera erkannt. Ja klar, auf Kamera. Und was spielt ihr denn? Nee, ich spiele nicht. Nein. Das hier ist Werkstatt, jetzt ist natürlich nichts los, ne? Wir sind ja alle im Feierabend, aber hier ist quasi ein Teil der Werkstatt, wo die Autos gebaut werden. Krass. RS7. Kriegt der auch ein Up-Tuning, der VW-Bus? Ja. Nein, ich brauche. Echt? Ja, witzig, ja. Der hat Felgen, Leistungen. Ja, okay, wenn ich mal so einen Tourbus hole oder so, dann schicke ich ihn hierher. Ja. Dann machen wir einfach unten mit Carbon. Ich glaube, der ist ein bisschen größer, deiner. Ja, ist ja. Nee, was ist das jetzt für einer? Das ist RSQ 8 Signature. Meiner ist geiler. Meiner ist geiler, ne? Anders, ne? Ja, dann ist er geiler. Deiner ist halt Custom. Es gibt ja nur einmal auf der Welt, dann, ne? Ja, gibt's nur einmal. One by one, ne? Gibt nur einen Luciano, es gibt nur ein Luciano-Auto. One by one. Das ist neue Lackierung so jetzt? Das ist er. Ja, der ist gerade noch, der wird gerade noch entwickelt. Der ist noch nicht fertig. Damit man noch nicht erkennt, was das ist quasi. Ah, deswegen, ach so, hier. Wie heißt das? Erlkönig? Erlkönig, genau. Das ist der Erlkönig. Ja. Der ist Bombe. 100%. Und der kriegt. Piep mir. Das piept mir. Sind eigentlich die hier. Ja, Cupra. Sind die halb Elektrik, halb links? Cupra? Ja. Nee, das ist jetzt VZ5, das ist ein Fünfzylinder. Ah. Also das ist ganz normal, aber die bringen relativ viel jetzt. Die sind auch, die haben richtig Sportsound, oder? Super geil, ja. V15 ist ein richtig geiles Auto. Geil. Cupra ist komplett aufstrebende Marke, ist richtig, richtig das krass. Das wird noch richtig abgehen. Aber die haben jetzt nicht so eine Limousine, die haben immer nur... Ja, die sind ein bisschen, die dürfen sich nicht da bewegen, wo Audi sich bewegt, weil die im kleinen Konzern sind. Ne? Ah, okay. Ich glaube, die hätten da echt... Die hätten gerne so Bock auf so einen Sportwagen. Ja, natürlich, aber dann gäbe es, glaube ich... Ja, gibt's ein bisschen Ärger. Der Spirit, so wie die machen. Ne? Ich war das erste Mal auf einem Event von denen, das war vor ein paar Jahren. Da war sofort Star-DJ da, da war konnte sich tätowieren lassen auf der Veranstaltung. Krass, und so. Die sind so die coolere Automarke. Cool einfach, ja, genau. Geil. Sind sehr, sehr cool. Ja, ich habe auch den Werbespot, den die gemacht haben, im Schnee, habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ist auch geil gewesen. Ja. Hier, das ist der Prüfstand. Also hier kommt quasi, hier werden die Autos raufgeschnallt. Und dann gibt dir Vollgas hier. Genau, auf den dann kannst du hier fahren auf den Rollen, dann kannst du die Leistung messen, machst zu, hast Gebläse. Also nur die Leistung Gas geben, jetzt nicht so Wind, Abstimmung. Wird noch gepustet und sowas. Ja, doch, du hast vorne das Gebläse, du kannst quasi komplett, musst du nämlich auch, sonst überhitzt du sofort, kannst komplett Wind alles simulieren. Jetzt verstehe ich, was du meinst, dass man hier seine Ruhe hat. Viel Natur, gechillt. Ja. Das sind Safety Cars? Ja, das ist von DTM, jetzt die aktuellen. Die bauen wir quasi um, komplett all Cupra. Geil. Und die fahren dann. Wir fahren dann auf dem Rennen, ja. Geil, Alter. Krank, das ist ja richtiger Flex. Das ist halt anderes Krass. Level nochmal. Ne? Das hier ist halt Motorsporthalle. Das heißt, hier werden die ganzen Rennfahrzeuge aufgebaut, gecheckt, bereit und dann gemacht direkt für die nächsten zum Rennen. Betrieb geschickt, ne? Genau, das sind die R8 als Rennauto. Und hier Krass. Bauen wir aber auch die Special-Serien auf. Also die Autos zum Beispiel werden noch RSQ 8 Signature Edition. Krass. Sie sind jetzt so ganz roh vom Werk. Genau, die sind jetzt noch komplett Serie. Da ist ja dann alles Carbon hier, ne? Komplett, schau, fass nur mal die Tür an hier. Fass mal an, die Tür, leichte Tür ist. Boah. Das ist meine Tasche schwerer, ja. Krass. So sitzt da drin, Lenkrad. Alles geschützt, ne? Komplett. Für den Ernstfall. Hier kann ja gar nichts passieren mit dem Kopf. Ja, also muss viel passieren, dass es schief geht auf jeden Fall. Schon sehr. Ja, wenn man so denkt, weil das so leicht ist, denkt man jetzt, oh, das ja, die Teile, die fliegen sofort weg. Aber der Käfig ist halt sehr robust, hier extrem geschützt, ne? Du bist halt wie in so einer Zelle, sitzt man drin. Krass. Das ist richtig geil. Mit so einem Ding müssen wir irgendwann mal fahren. Ja, unbedingt. Ich, also du fährst und ich bin Beifahrer. Früher gab es einen DTM-2-Sitzer und den bin ich halt immer gefahren. Krass. Und das wäre eigentlich genau richtig. Ja. Ach, der hat jetzt nur einen Sitz, ne? Das ist jetzt ein Einsitzer. Und das ist auch nur ein GT3 in Anführungsstrichen. Der ist ein bisschen langsamer wie das, was es früher gab. Krank. Früher sahen die so ein bisschen in die Richtung aus. Richtig geil. Ja. Das ist ein super Mensch. Oder Baby Girl? Ist hier ein Pokal von denen gewonnen? Nee, auch nicht, sind alles DTM. Wo sind meine? Meine sind oben. Wir haben oben noch einen. Wisst ihr, komm ich zeig's dir einmal ganz kurz. Das würde ich gerne sehen. Das ist ja wild. Ja, das sind alte Tourenwagenfahrzeuge. Krank. Ich zeig dir mal mein erstes Rennauto. Eins von denen bestimmt hier, ne? Ja. Du musst raten, welches. Ist es der silberne hier? Jackpot.
Krass, ne? Das war mein erstes Auto. Mit 15 Jahren bin ich das gefahren. Mit 15? Ja. Aber du hast ja doch gar keinen Führerschein. Nee. Das heißt, du machst extra nur dafür? Man hat nur eine Rennlizenz. Und dann darfst du nur davon? Und dann darf man das fahren. Also auf der Rennstrecke ganz normal. Aber krass. Schon schnell. Die fahren ja schon über 200, ne? Also die fahren so 220. Das ist schon hart mit 15 einfach so ein Ding zu machen. Ist schon schnell. Jetzt sehe ich ja auch mal einen Pokal jetzt. Krank. Da habe ich mal einen in der Hand gehabt, ja. Krass. Wow. Nee, aber das ist schon krass, wenn man so überlegt, von Kutschen einfach zu solchen Dingern hier. Ja, also wie eigentlich so sich alles entwickelt hat, ne? Wie das Auto halt sich auch weiterentwickelt hat, so hat sich diese Firma dann auch immer weiter gewandelt. Schau, wie geil der von oben ausschaut. Ja, unglaublich. Der sieht aus wie ein Hai. Heftig, ne? Bist du denn bereit überhaupt? Ja, sehr klar. Hier steht er. Bist du bereit für den Abt RSQ8 Luciano Edition? Yes, my brother. Das hier ist dein neues Auto. Der Megalodon. Der neue Megalodon Berlinstraßen. Das ist das Biest. Digga, weißt du, was mich am meisten. Jetzt pass mal auf. Ja, warte. Ich muss dir erstmal noch die Details zeigen. Du hast ja noch gar keine Details gesehen. Ja, Bruder, darauf freue ich mich am meisten. RSQ8, Luciano. Kannst du, du musst näher rangehen kurz. Ich hab ihn so oft gefilmt. Also wir haben hier natürlich das komplette Carbon-Paket, also es ist alles, was in dem Auto verbaut ist, ist feinstes Carbon, aber da du ja gesagt hast, SUVs Black on Black, haben wir das Carbon schwarz lackiert. Krank. Haben wir in der Form noch nie gemacht vorher. Das ich finde, ehrlich gesagt, es schaut so krass böse aus. Unfassbar böse. Unglaublich böse. Ich glaube, es passt genau perfekt zu dir dazu. Ja, genau. Also all diese Teile, die Verbreiterung, alles aus Carbon. Und wir haben natürlich auch dein Logo mit drauf gemacht. Ne? Also das ist kein Sticker oder so. Das ist, der ist richtig drauf. Das ist drauf. Das ist unterm Lack steht hier Luciano. Wir haben extra so gemacht, dass von außen alles wirklich sehr, sehr dunkel ist und alle Schriftzüge auch in Anthrazit. Also das ist, ne, so, das ist schon so ein bisschen subtiler Flex ist. Nicht zu viel, aber ist auf jeden Fall gut. Dann sind hier High-End-Schmiedefelgen mit drauf, die ebenfalls mit Luciano. Mit RSQ8 Luciano, geisteskrank. Logo hier sind. Heckspoiler mit drauf. Komplett alles hier Auto mit ist am so Start. Geisteskrank. Kompletter Diffusor neu. Ebenfalls hier nochmal Luciano-Schriftzug. Bruder, das sieht aus wie ein Monster. Ich sag euch, ich habe jetzt den Namen Megalodon, heißt der. Megalodon ist der neue Name. Das hast du vorhin noch in meinem Auto hast du natürlich auch mit drauf. Geisteskrank. Geist. Loco Juice. Loco Juice ist denn? Luciano auf der Fußmatte, Luciano am Sitz. Digga, das ist so wild. Hier, das schau mal hier. Oh, Bro, was ist das denn, Digga? Bruder, das ist wirklich so wild, Alter. Ich setz mich jetzt hier rein. You see me, my new car, in my Megalodon car. Das ist sogar perfekte Einstellung von meinem Sitz. Also wie ich fahre, ich will. Ich muss nicht mal verstellen, das ist genau perfekt. Ich sag dir ehrlich, ich finde halt, das ist ein Auto, was wirklich so gut zu dir passt jetzt. Ne? Bruder, also erstmal custom made, das schwarz, komplett schwarz. Ich ziehe immer schwarz an, mit bisschen Rot, bisschen Highlights drin. So, das ist, ich glaube, das entspricht dir sehr gut. Ne? I love you, bro. Das ist echt schön. Schau in der Mitte. Bro. Oh, Bruder, das ist so wild. Digga, das ist zu krass. Digga, das ist zu wild. Gut. Hast du das gesehen? Die Detail. Ja, Loco Juice. Können wir gehen. Gut, können wir gehen. Fertig, nimm ich mit. Danke euch. Nein, Spaß ist mal anstoßen. Das kriegen wir erstmal was. Geil, Alter. Wirklich ganz krankes Auto.
So, ich würde sagen, zur Feier des Tages, den guten Ruiner. Tschüss. Tschüss, Brudi. Tschüss. Tschüss, Leute. Cheers. Cheers. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Der Megalodon hat mich ein bisschen überfordert. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Cheers, ne? Guten Tag. Guten Tag. Das ist mein Dad. Hi. Das ist dein Bruder. Hi, freut mich. Alles gut? Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Mich auch. Alles super. Welche edle Stimme. Mein schönes Auto. Auf jeden Fall bin ich sehr happy mit dem Wagen. Da steht da überall mein Name drauf. Das finde ich geil. Das finde ich echt super. Stimmt. Black on Black. Schwarz und schwarz. Ja, das kommt krass. Ich ziehe ja immer schwarz an. Ja, das schwarze T-Shirt. Ja, ja. Pull-up in SUVs. Whole gang pull-up in SUVs. Ja, come on, come with me. Wie war's? Come on with me. I don't want to talk. Come on with me. See my new car? See this? See this? Come on with me. See this? You see this? See this? Okay, next. Was geht ab? Alles klar, Bruder? Wie geht's dir? Ja, gerne. Komm mal. Guck mal, Bruder, wie geil. Komm mal, wie hart. Das ist mein new car. This is the best. My brother. Geil, Bruder. Mach den Job, ja? Ja. Spaß noch. Ciao. Ciao, Bro. Weiter geht's. Hast du gesehen schon? Ja. Das ist mir zu wild. So, Brudi, wir gehen jetzt feiern, oder? Ja, safe. Wir gehen jetzt feiern. Vorher gehen wir essen. Viel Spaß. Viel Spaß, viel Erfolg. Luciano ist jetzt Teil der Abfamilie. Ihr wisst Bescheid. Leute, das war das Video. Schönen Abend. Ciao.